Es ist lange her, dass seitdem ich meine Ärmel hochgekrempelt und Bedürftigen geholfen habe in meinen Begierden nach Unsterblichkeit, hatte ich vergessen, warum ich Priester geworden bin. Danke, dass ihr mich daran erinnert habt, dass es das Gutes in dieser Welt gibt, bewusst, dass es sich zum Kämpfen lohnt, Hidre. Mögen euch die Sterne. Jemand das. Mögen euch die Nebel beschützen. Die nächste Runde geht auf mich. Möge die Jadeschlange euch leiden. Danke für eure Hilfe, Jäger. Ich habe noch nie gesehen, wie sich jemand so den Mantis entgegengeworfen hat. Nun, außer Shadowpan natürlich. Ach, ich liebe ihn. Mögen euch die Nebel beschützen. Ich ist ein Upgrade. Der oberste Eroberer. Sie haben meine Tochter, Borgia, der oberste Eroberer. Ich kann ganz klar durch Lyonas Augen erkennen. Diese närrischen Mädchen muss versucht haben, im Auge gegenüberzutreten. Geht zu den Ruinen von Koya und versucht sie zu befreien. Ich werde mit Krang holen. Ich werde mir Krang holen. Versuchen, Borgia mit Ablenkung von Ruinen wegzulocken. Sie haben meine Tochter, Borgia. Diese. Okay, ja. Geht in Frieden. Okay, dann gehen wir mal dahin. Ups, hier gibt es noch eine kurze Ablenkung. Junge, wir können aber richtig schöne Tee machen. Ich bin geehrt. Die Göttin schütze euch. Korb Bluthauer. Hallo? Das ist eine Falle. Versucht Lyanna loszuwerden. Lebt wohl. Oh ja, nein. Nun was, Sonnenläufer? Hab heute genug verloren, Elf. Kümmert euch um eure Toten. Es tut mir so leid, mein Kind. Hydra trefft mich im Lager der Schildwand. Ich muss Körper meiner Tochter davonbringen. Wir haben noch etwas, das Wasser, das Jugend. Unangenehm. Wir werden wieder die Macht kommen und dann wird das alles, wenn und alle die, ja, halt's Maul. Kriegsspeer der Sanalari. Ah. Na gut, das spielt noch vor, bevor wir. Bevor die Sandalari uns beitreten, also der Horde beitreten. Seid gegrüßt. Danke, dass ihr meine Tochter gerecht habt. Ich bin allerdings nicht bereit, ihren Tod einzunehmen. Ich habe noch etwas Wasser der Jugend. Viel Glück. Sie ist eigensinnig, meine kleine Lyanna. Ich hätte wissen müssen, dass sie versuchen würde, den obersten Oberer herauszufordern. Seit ihre Mutter gestorben ist, habe ich viel Zeit auf die Suche nach der Unsterblichkeit verschwendet. Die hätte ich mit ihr verbringen sollen. Ich beharre einfach darauf, dass wir ewig leben könnten, zusammen. Und jetzt hat meine Besessenheit meine kleine Lila das Leben gekostet. Bitte, Hydra, wenn sie aufwacht, sagt ihr, dass ich sie liebe. Del Nadris. So, ich habe so lange damit zugebracht, den Weg zu finden, mein Leben zu verlängern, dass ich vergessen habe, es zu leben. Kostet diese Truhe das Leben meiner Tochter. Das Wasser schafft vielleicht kein Leben, aber wenigstens lässt es.
Ich selbiges. Ich liebe dich, meine kleine Lia. Vater? Nein, nicht für mich, nicht dafür. Ich bin geehrt. Er hätte das nicht machen sollen. Er hätte nicht für seinen Fehler bezahlen sollen. Für meinen Fehler bezahlen sollen. Oh, ich nehme die Schulter. Wow. Wie darf ich helfen? Ich vermisse meinen Vater. Viel Glück. Ja, glaube ich dir. Glaube ich dir sofort aufs Wort. So. Damit wären wir fertig mit dem Krasangwald. Wir haben jetzt noch. Oh, wir sind tatsächlich mit der Hälfte jetzt durch. Sehr gut. Ihr wisst, was das heißt. Jetzt heißt neue Reiten, neue Tiere. Begleiter. Aber erstmal, werde ich jetzt wahrscheinlich erst. Ich werde jetzt noch mal ein bisschen die ganze Gegend hier erkundigen. Guck mal. Bisschen. Und dann werde ich versuchen nochmal. Warte mal, wie viele Punkte habe ich freigeschaltet? Die Lunen sei mit euch. 1, 2, 3, 4. Mögen euch die Sterne leiten. 1, 2, 3, 4. Ja, fehlen uns noch 2. Oh ja, dann machen wir nochmal kurz diese. Gucken wir kurz noch das ganze Gebiet hier. Ja. War schon eine coole Story. Gefällt mir. Landezone der Horde. Okay, lassen wir das mal. Ich muss nur mal kurz einen Schluck trinken. Ach, stimmt, das ist die Insel der Krebse. Wenn man hier genug Krebse oder Frösche. Nee, in so einer Frösche, wenn man hier genug Frösche tötet, kommt ein Riesenfrosch, der, ich glaube, der tötet einen. Finde ich persönlich ganz lustig. Zwiege. Okay, muss ja trotzdem noch den Flugplan holen. Ist ja geil, warum die so aggressiv sind. Und wer hat mit dem Vogel hier auf sich? Ja. Berichtet mir von euren Reisen. Na gut. Dann fliegen wir noch in die Richtung und holen uns dann noch den Flugpunkt hier. Löwenlandung. Viele Kriegsspäher hat er mit seiner Lari rausgeschickt. Und warum hier unten?
Okay.